Nur im Hintergrund sind sie noch zu sehen, die Reste vom Pokalsieg vom vergangenen Wochenende. Ansonsten Business as usual, wenn wir darüber schwenken. Heute wird wieder ganz normal trainiert. Die Feierlichkeiten, sie sind abgeschlossen. Hindert uns natürlich gar nicht dran, trotzdem natürlich nochmal auf den Pokaltriumph zurückzublicken. Damit jetzt erstmal Servus und Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Inside, dem Brose Baskets TV-Magazin. Alle haben wir gefeiert am vergangenen Sonntag. Es war ein knappes Spiel, es war ein geiles Spiel und es war der Pokalsieg. Dementsprechend alle Bilder, alle Stimmen, alle Emotionen jetzt nochmal für euch. Es sind die letzten 6 Sekunden. 3 Punkte vor für die Brose Baskets. Lamar Greer vergibt den Dreier zur möglichen Verlängerung. Dann ist das Spiel aus. 69-66 gewinnen die Brose Baskets gegen die New Yorker Phantoms aus Braunschweig und können ihren Titel aus dem letzten Jahr also auch heuer verteidigen. Der Rest in der natürlich mit 6.800 Zuschauern restlos ausverkauften Stechert-Arena. Party pur. Dass wir wieder feiern können hier vor unserem Publikum ist Hammer. Deswegen wieder mal ein super Gefühl, dass wir das nach diesem Jahr oder letztem Jahr wieder geschafft haben. Deswegen, wir freuen uns. Und die knappen Siege sind dann doch die schönsten, oder? Auf jeden Fall. Also wir lassen uns das nicht entgehen, knapp zu gewinnen. Deswegen hat es diesmal wieder geklappt und umso besser fühlt sich das. Nach 1992 und dem Sieg im vergangenen Jahr gewinnen die Brose Baskets nun also zum dritten Mal den BBL-Pokal und haben damit den Titel verteidigt. Das ist bisher nur einmal der Mannschaft aus Köln gelungen. Ja, war ein hartes Stück Arbeit gegen Braunschweig. Braunschweig hat einfach richtig gut gespielt. Am Ende waren wir dann wieder die glücklichen Sieger und sind natürlich sehr froh darüber. Und was geht jetzt so ab? Du kennst Freak City, du kennst es aus dem letzten Jahr und jetzt auch noch der Sieg daheim. Was passiert heute noch? Naja, der Abend wird zum Tag gemacht, denke ich mal. Aber ich denke, wir dürfen nicht übertreiben. Die Saison läuft noch. Wir wollen die Playoffs genauso gut spielen, wie wir bis jetzt gespielt haben. Deswegen heute Abend mache ich die Feier und dann wieder voll auf die Saison konzentrieren. Viel Spaß dabei. Danke. Und so schaut die Feier übrigens direkt im Anschluss ans Spiel in der Mannschaftskabine aus. Was a great win today. Ja, es war ein großartiger Sieg, oder? Ja, war's. Es hat Spaß gemacht. Es war ein hartes Spiel. Am Ende aber Gott sei Dank mit dem besseren Ende für uns. Ja, und die knappen Siege, das sind doch die schönsten Siege, oder? Natürlich, vor allem wenn du die Spiele vor unseren Fans gewinnst. Die wollten es, wir wollen es. So geht's. Kannst du diesen Titel mit dem aus dem vergangenen Jahr vergleichen oder ist das ganz anders? Wann immer man einen Titel gewinnt, ist es eine tolle Sache. Daher lässt sich das nicht vergleichen. Es ist eine super Sache für uns, für den ganzen Verein. Nein, es war sicherlich was Besonderes, besonders, dass wir das wiederholen konnten im zweiten Jahr. Und entschieden haben jetzt meiner Meinung nach die Verteidigung, die am Schluss einfach nochmal einen Zahn zugelegt hat und den Sieg nach Hause gebracht hat. So kann es jetzt weitergehen. So kann es weitergehen. Wir freuen uns auf den deutschen Meistertitel. Ist geil, oder? Letztes Jahr war es ein geiles Gefühl, dieses Jahr ist genauso ein geiles Gefühl. Aber dadurch, dass es so knapp war, ist es nochmal ein noch geileres Gefühl. Kann man nicht beschreiben. Kannst du den Titel vom letzten Jahr mit dem heuer vergleichen oder ist was komplett anderes? Ist was komplett anderes, ein anderes Team, aber trotzdem geiler Sieg und man freut sich darüber. Endgeil! Echt geil, ja. Ja, dein erster Titel in Bamberg. Wie fühlt sich das an? Ja, es fühlt sich gut an. Wir wollten den Sieg unbedingt. Mir geht's richtig gut. Ja, aber es war ein ganz schön knappes Spiel. Hat's das gebraucht? Ja, das war's. Aber es macht ja nichts. Nein, im Ernst, wir haben uns nicht unter Druck gesetzt. Wir wissen, wenn wir normal spielen, dann können wir jeden schlagen. Und so war's einfach. Wir haben unser Spiel gespielt und haben am Ende gewonnen. Ja, jetzt geht's zu deiner ersten Titelfeier. Hast du eine Ahnung, was dich erwartet? Nee, überhaupt nicht. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen, aber ich bin sicher, es wird grandios werden. Schaut gut aus. Ich habe gesagt, dass für uns war schwer. Beide Spiele, deswegen, weil so ganz Deutschland gedacht auch, wie ich, richtig nostalgische Favoriten. Hammer! Oder? Verdammt geiles Spiel! Hättet ihr
es gedacht oder habt ihr irgendwann mal gezweifelt zwischendrin? Wir waren große Basket! Wir stehen zu unserer Stadt. Ja, ich bin einfach nur glücklich. Schau dir das an. So viele Menschen feiern mit uns. Mir geht's gut. Ich liebe diese Stadt. Ich liebe Freak City. Da ist also das Ding. Teil 1 der Double-Verteidigung damit abgeschlossen. Jetzt gilt die ganze Konzentration dem zweiten großen Ziel. Das heißt Meisterschaft. In 8 Wochen wollen die Brose Baskets nämlich den nächsten Pott in die Höhe stemmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, oder aber dem Kollegen Markus Linder. Du könntest dir, Moment, da schau mal rüber, du könntest dir die Bilder vom Sonntag wahrscheinlich auch immer wieder anschauen in der Woche, oder? Ständig, immer wieder. Ja, war schon ein nettes Erlebnis. Ja, können wir nochmal feiern, meinetwegen. So in 6, 7, 8 Wochen? Gerne, bin ich dabei. Wunderbar. Dann ist Markus Linden bestimmt auch wieder im Il Centro mit dabei, denn da haben die Jungs und auch ein paar Fans anschließend nach dem Pokalsieg am Sonntag so richtig die Sau rausgelassen. Und wir wären natürlich nicht Inside, wenn wir da nicht dabei gewesen wären. Und hier lassen die Basketspieler mit Verlaub so richtig die Sau raus. Der Alkohol fließt in Strömen, aber das darf er auch. Schließlich verteidigt man ja nicht jeden Tag seinen Pokaltitel. Groben Überblick gibt es nicht. Ich musste heute wieder früh raus und einkaufen, weil wirklich alles leer ist. Also wir hatten nicht mit so viel gerechnet, wie es gestern war, weil letztes Jahr war die Pokalfeier auch hier. Aber das ging alles noch in Maßen über. Und gestern in Maßkrügen. Gestern in Maßkrügen. Heute am Tag danach sieht man von der gestrigen Partynacht übrigens überhaupt nichts mehr. Also ich sag mal so, die Putzfrau ist gekommen, die hat einen ziemlichen Schock gekriegt, weil Peja gerne mit Sirtaki feiert und da unheimlich viele Teller wieder zu Bruch gegangen sind, aber hat lang gedauert, sehr lang. Aber Slimri Haki hätte nichts dagegen, wenn es in knapp 8 Wochen wieder so in seinem Lokal aussehen würde, dann hätte dort nämlich die Meisterfeier stattgefunden. Das allerdings als Zukunftsmusik. Wir bleiben im Hier und Jetzt. Nach der Werbung gehen wir da nochmal zurück zum vergangenen Sonntag, denn es war natürlich auch VIP-Star, unter anderem Dolly Buster. Unserem Service sind keine Grenzen gesetzt. Ihr Einrichtungshaus Philipp in Bamberg, direkt am Berliner Ring. Faustkeil, Dampfmaschine, Nanotechnologie. Fortsetzung folgt. Das Handwerk kommt zu Ihnen. Die Maestro Handwerkermärkte. Den Meistern über die Schulter schauen. Am kommenden Wochenende in Bayreuth. Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Echt stark. Das Handwerk in Oberfranken. Besuchen Sie Rehau, die Industriestadt im Grünen im Herzen Europas. Rehau, Raum für Visionen. Die Stadt und die Werbegemeinschaft Rehau laden Sie herzlich zum Rehauer Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 10. April ein. Wir freuen uns auf Sie. Toller Tag. So kriegst du sie doch nie rum. Sag was über ihre Haare. Du hast Haare. Na toll. Danke. Oh, so wird das doch nie was. Oh. Oh. Na also, geht doch. Endlich. Juhu. Neu, Cornetto Enigma. Entdecke den leckeren, weichen Schokokern, umhüllt von cremigem Vanilleeis mit knusprigen Mandelstückchen. Cornetto Enigma. Entdecke, was drin ist. Hofer Frühling. Am 9. und 10. April mit Maestro Handwerkermarkt, Hofer Fahrzeugschau und verkaufsoffenem Sonntag. Einkaufen und genießen in Hof. Hofer Frühling am 9. und 10. April. In istrin.de, die Singlebörse mit Herz, hilft Ihnen, Ihren richtigen Partner zu finden. Flirten, daten, Freunde treffen oder für eine feste Partnerschaft. InIstrin.de. Flirten, treffen, sich neu verlieben mit www.inistrin.de. Zu schnell?
Dann gleich zu Schmidt nach Selbitz. Auf 2000 Quadratmetern gibt's dort die neuesten Gartenmöbel und alles, was dazugehört. Urlaubsambiente für Ihr Zuhause. Zurück bei Inside, dem Brose Baskets TV-Magazin, heute mit der Pokalsieger-Ausgabe. Und da blicken wir nochmal zurück auf den vergangenen Sonntag. Da war ja der ein oder andere Prominente dann auch im Publikum gesessen und der ein oder andere Prominente hat dann im Nachhinein sogar etwas gesagt. Und das hören wir uns jetzt mal an. Ja, Wahnsinn. Wir sind total begeistert. Mir fehlen auch ehrlich gesagt noch die Worte. War irre, glaube ich, was diese Mannschaft geleistet hat, ist einfach nicht unterzukriegen. Ich meine, diese Favoritenbürde, glaube ich, war schon irgendwo eine Belastung gewesen. Aber am Ende, denke ich, zählt der Sieg. Und den hat die Mannschaft dann cool trotzdem nach Hause gebracht. Und sind einfach wahnsinnig glücklich und auch wahnsinnig erleichtert. Also Teil 1 der Titelverteidigung geschafft. Na, das ist ein tolles Ergebnis. Das Ergebnis war sehr schön. Das Spiel war unwahrscheinlich aufregend. Braunschweiger waren für mich relativ stark. Ich hatte die nicht so stark eingeschätzt. Und die haben eigentlich unseren alles abverlangt. Aber insoweit war es natürlich ein Pokalspiel und war ein sehr interessantes Spiel mit letztlich gutem Ausgang. Super Wochenende für uns, tolle Spiele, alle drei, hohe Qualität. Das Spiel um dritten und vierten Platz, das buchen wir mal unter Freundschaftsspiel ab. Aber wenn es um was geht bei dem Top 4, dann ist eine unglaubliche Dynamik drin, unglaubliche Emotionen und eine hohe Qualität, muss man auch sagen. Also für uns ein rundum gelungenes Wochenende. Also ich bin, wie gesagt, immer noch sprachlos, weil ich es nicht gedacht hätte, dass wir das nach dem letzten Jahr, dieses Jahr wieder schaffen. Nerven hat man heute stark gebraucht am Ende, aber sie haben auch wieder gezeigt, wie gestern im Halbfinalspiel, dass am Ende einfach wir die bessere Mannschaft sind und verdient gewonnen. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist da, will allerdings nichts sagen. Er sitzt übrigens auf dem neuen Stechertstuhl, der bekommt demnächst einen Designpreis. Ob dann auch irgendwann mal wieder Dolly Buster drauf sitzen wird, das war leider nicht zu erfahren. Auch wollte die ehemalige Porno-Queen nichts weiter sagen. Auskunftsfreudiger hingegen Gotthilf Fischer. Herr Fischer, spannend bis zum Ende, aber die richtige Mannschaft gewonnen, oder? Habe ich gleich gesagt, im ersten Interview war doch klar, dass man hier gewinnt. Ich habe den Segen von da oben mitgebracht. Der Petrus hat angerufen, wo gehst du heute hin? Dann sage ich, mein lieber Mann, ich gehe dahin, wo gespielt wird, um was ganz Wichtiges. Und bitte, mein Gewinner. Ja, aber man hätte es ja nicht so spannend machen brauchen, wenn sie schon den Draht hatten. Fürs Publikum ist es verdammt wichtig, dass es spannend war. Gell? Wenn das so überlegt gewesen wäre, war die Stimmung nicht so großartig gewesen. Das ist auch ein Argument. Herr Stegner, sehen Sie genauso? Ich sehe es genauso. Ich habe nämlich auch angerufen, aber dauernd besetzen, aber er dran am Telefon. Also so, was in Bamberg geleistet wurde, es ist einmalig. Und ich muss sagen, ich habe vorher zum Oberbürgermeister Starke gesagt, da sieht man wieder, der Zusammenhalt kann Berge versetzen. Und es war richtig, dass wir alle zusammengeholfen haben. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre der Basketball hier, ich sag mal, tot gewesen. Das wäre für die Region. Das kann man nie verantworten. Und es haben auch zum Schluss die Stadträte auch gesehen und haben Gott sei Dank richtig entschieden und heute kann wirklich die Bamberger können wieder stolz des Hauptes hier durch Bamberg laufen. Hier spielt die Musik in Bamberg und die werden auch Meister machen, die werden auch wieder in der Euroleague mitmischen. Ich habe gesagt, es wird so weit kommen, wenn die von auswärts kommen, ob von Barcelona oder Madrid und die fahren hier hin und die sehen Stecher Arena, umkehren, dann gehen sie wieder fort. Weil so unterkriegen wir sowieso keine Punkte mit. So wird es werden. Und das war sie, die aktuelle Ausgabe von Inside, dem Brose Baskets TV-Magazin. Wir sehen uns wieder erst in 3 Wochen, denn dann ist der letzte Bundesligaspieltag vorbei und es steht fest, gegen wen die Baskets in den Playoffs ran müssen. Dementsprechend warten wir da jetzt mal 3 Wochen, aber bis dahin auf jeden Fall schönen Abend. Macht's gut. Ciao, servus.